Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, liebe Leute. So, wir sind an unserem Platz angekommen. Es war wieder eine sehr kurvenreiche Fahrt. Viele Auf und Abs, viele links und rechts. Haben es aber ganz gut gemeistert und stehen an einem recht coolen Platz, sag ich mal. Es gibt Platz für vier Wohnmobile, kostenlosen Strom und ja, dann kann man Grauwasser ablassen. Ich weiß nicht, ich kann es ja sonst mal ein bisschen zeigen. Ja, wir stehen direkt neben einem etwas größeren Van, was ganz cool ist. Da haben wir ein bisschen Schatten, obwohl die Nächte ja relativ angenehm sind, also nicht mehr so ganz so warm. Das machen die Berge, was ich übrigens richtig geil finde. Und ja, wir machen uns ein bisschen jetzt lang. Gibt ein schönes Käffchen noch zu trinken. Svea ist gerade am Telefonieren mit der lieben Mama. Und ja, und ich hoffe, wir können euch die nächsten Tage mal wieder ein paar schöne Bilder zeigen, denn man soll hier gut wandern können, es soll hier schöne Strecken geben, denn wir sind mal wieder richtig heiß drauf, wandern zu gehen. Das haben wir die letzten Tage nicht gemacht. Wir haben wirklich nur abgehangen, haben auch nicht gefilmt. Und das war mal wieder ganz schön, weil wir brauchen wirklich mal wieder ein bisschen Zeit zu entspannen. Ja, so. Bevor ich jetzt anfange, Blödsinn zu labern, mache ich lieber schnell aus. Und wir melden uns dann mit hoffentlich schönen Bildern und Filmchen für die nächsten Tage. Macht's gut. Ciao, ciao. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben richtig gut geschlafen auf unserem kleinen Stellplatz und sind jetzt auf dem Weg zu so einem kleinen Einkaufsmarkt. Ja, mal gucken. Mal gucken, ne? Leute, na, wie soll hier irgendwas in der Nähe sein? Und ja, hoffentlich gibt es schöne Brötchen. Ich habe letzte Nacht Wölfe hören, heulen. Gott, was für ein. Ich rede manchmal einen Quatsch, das muss man ruhig schneiden. Ich habe letzte Nacht Wölfe heulen hören. Und ja, fand ich voll geil. Wollte ich mal so erwähnen. Und mal gucken, ob wir den Markt finden. Ne? Ja, Fehlanzeige. Der Laden, der hier laut Navi angezeigt wird, der ist geschlossen. Es gibt hier aber noch einen zweiten Einkaufsmarkt. Und zu dem gehen wir jetzt. Ich will mal ein Brötchen haben. Ne? Ich glaube, es hackt. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute wird gewandert. Das ist der Weg, wo wir lang wollen. Und wir hoffen mal, er ist schön. Und wir freuen uns drauf. Wir haben richtig Bock. Okay, los geht's, Leute. Gehst du mal 100 Meter bergauf und bist dermaßen am Pusten. Das gibt es gar nicht. Aber es macht Spaß, ist geil. Okay, weiter geht's. Ja, der Wanderweg hat plötzlich aufgehört. Und jetzt laufen wir eine Straße entlang. Und die führt zu einem kleinen Dörfchen. Ja. Mal gucken, ne? Ich versuche hier gerade mal mit unserem GPS mal zu gucken, ob hier irgendwie doch noch irgendwie was in der Nähe ist, aber weiß ich auch nicht. Ja. Naja, wir laufen erstmal den Weg. Beziehungsweise die Straße zum Dorf. Und gucken wir mal, ne? Vielleicht ist es auch schön da. Dann gibt es ein Käffchen. Und
Café Americano, por favore. Habe ich gelernt von einem netten Italiener. So. Wir haben uns spontan entschieden, weiterzufahren. Es ist doch nicht so ganz so toll hier. Wir haben jetzt den Wagen soweit fertig, wir fahren gleich los und zeigen euch dann die Bilder vom nächsten Platz, wenn wir auch wirklich da sind. Na, also, dann sagen wir, warum es hier nicht so gut ist. Es ist einfach zu laut, wir sind hier direkt an der Hauptstraße und ja, der Parkplatz ist immer recht voll und ein Kommen und Gehen und es ist nicht so schön hier. Ja. Aber das ist das Coole an der Sache, wir können ja so gesehen weiterfahren, wenn wir Bock drauf haben und wenn wir merken, hier ist nicht so schön. Also von daher, die nächsten Bilder vom neuen Platz. Ciao, ciao. Tschüss. So, neuer Platz, neues Glück. Heute fange ich mal so an. Wir haben jetzt den Stellplatz gefunden, wo wir stehen können. Wir blenden ihn euch mal ein. Der heißt so. Allerdings ist er nicht ganz so leicht zu finden, also zumindest nicht mit der App hier, die wir nutzen zum Fahren, mein Schatz. Irgendwie ist das ein bisschen komplizierter, ne? Ja, weil die Straße hier nicht richtig beschrieben ist von Park4Night. Ja, der Platz an sich ist richtig cool, das ist nämlich so eine Art Naturschutzgebiet. In die Richtung, in der ich gerade gucke, sind irgendwelche Plätze, sagen wir, wo man sich hinsetzen kann. Ich denke, da gibt es auch ein bisschen was zum Essen, zum Trinken. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Und naja, auf alle Fälle ist jetzt hier wohl ein bisschen mehr zum Gucken angesagt, oder? Ja. Das ist übrigens eine Fliege. Ja, also wie gesagt, der Platz, wo wir heute Morgen waren, wo wir auch die letzte Nacht verbracht haben, der war an sich okay. Allerdings war es dort einfach viel zu voll, beziehungsweise da waren ja sehr viele, es war im Grunde eigentlich war es ein, also war ein Platz für 4 Wohnmobile, der Rest waren ganz normale Parkplätze. Es gab zwar kostenlosen Strom, aber die waren immer belegt, die Dinger, und ja, es war einfach zu, es war nicht gemütlich und es war einfach zu viel los. Andauernd sind da irgendwelche Leute angekommen, haben da geparkt und so weiter und so fort, also war nicht so ganz so schön, naja. So, jetzt gucken wir erstmal uns hier den neuen Platz an. Ja, und wie gesagt, sieht aus wie so ein Naturschutzgebiet, Naturschutzpark. Und da vorne sind, wie gesagt, Buden mit was zum Essen und zu trinken. Da gehen wir erstmal hin und knallen uns mal ein schönes Eis rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, liebe Leute. Ja, wir haben richtig gut geschlafen auf unserem Platz. Nachdem so die letzten Leute weggefahren sind, war es hier so ruhig, man hat echt gar nichts gehört. Es war sogar ein bisschen unheimlich, schon fast. Ja,
mache hier mal so einen kleinen Schwenk, dass ihr mal so gucken könnt, wie der Platz so aussieht. Ist im Grunde genommen eigentlich ein Parkplatz. Umgeben von Bergen. Hinter uns oder hinter mir ist so ein kleiner Fluss. Der hat die Nacht uns schön ein bisschen Musik der Natur gebracht. Da hinten sieht man praktisch diese kleine Gaststätte, wo man was essen und trinken kann. Da haben wir uns gestern Schokolade geholt für 2,40 Euro und so 2 Stück Kuchen. Hat man wieder gut getan, ein bisschen Zucker. Und wir werden jetzt schön frühstücken und dann gehen wir mal ein bisschen uns die Wege angucken. Hier sind so ein paar Wege ausgeschildert, wo man ein bisschen wandern kann, hoffentlich. Denn auf dem letzten Platz war das ja leider nicht so, obwohl das ja doch irgendwie, ja, es war nicht ausgeschildert, das waren halt mehr so Wege, die man mit dem Auto fahren konnte, aber wir wollen ja mehr wandern. Das ist ja das, ja, wo wir richtig Bock drauf haben. Okay, so, jetzt gibt es einen Kaffee, schönes Schwarzbrot und dann geht's los. Okay.